Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Unsere Sprache in sozialen Netzwerken ist bestimmt von Abkürzungen, Wörtern, die wir weglassen, und immer wieder auch gespickt mit englischen Ausdrücken. Hat das einen bleibenden Einfluss auf unseren allgemeinen Sprachgebrauch? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Das Bundesverwaltungsgericht hat jüngst der Firma Mindfuck die Registrierung im Schweizer Markenregister verboten. Ein englisches Schimpfwort in einem Firmennamen, das ginge nicht. Sprachgebrauch, Sprachwandel und Sprachkritik. Im Alltag, im Berufsleben und nicht zuletzt natürlich im ganzen Bereich der mobilen Kommunikation. Was geht, was nicht und wer bestimmt das überhaupt? Das diskutiere ich diese Woche mit Elisabeth Starch, Professorin für romanische Sprachen an der Uni Zürich. Sie ist Leiterin der jüngsten Studie über das Phänomen einer SMS-Sprache und untersucht das jetzt auch für den Gebrauch von WhatsApp-Nachrichten. Elisabeth Starch lebt mit ihrer Familie im Glattal. Grüezi, Frau Starch. Grüezi. Frau Starch. Seitenwidrig, darum nicht möglich in einem Firmennamen. Das Bundesverwaltungsgericht, ich habe das eingangs gesagt, verbietet der Firma Mindfuck den Eintrag ins Markenregister. Sagen Sie nachvollziehbar, konsequent, aber nicht mehr zeitgemäss oder eben doch? Ich habe sofort gedacht, dass ich das nicht so entschieden hätte. Allerdings bin ich keine Juristin, also ich weiß nicht, welche Regularitäten dahinter stehen. Wichtig ist zu wissen, dass Regulierungen von Sprache oder Sprachgebrauch meistens vergeblich sind. Also wenn die Idee war, wirklich das Publikum zu schützen oder auch die potenziellen Kunden, dann geht die Idee ins Leere. Sprecher, Sprachbenutzer, unser alltägliches Miteinander lässt sich nicht reglementieren. Das ist mein erster. Was sagen jetzt vor allem vielleicht auch noch die älteren Zuschauerinnen und Zuschauer? Sagen, ja, aber ich meine, die Sprache gibt auch Regeln. Es gibt einen Duden, das geht nicht, das schreibt man so und so. Und da können wir auch reglementieren, da müssen wir uns auch dran halten. Das ist die Schreibung. Vielen Dank für die Frage. Oft verwechselt man Sprache und Schreibung. Schreibung ist wichtig. Nein, ist nicht das Gleiche. Ganz okay. Im Gegenteil. Die Mehrzahl der Sprachen auf der Welt hat keine Schrift. Auch wir sozusagen im Mittelalter, im frühen Mittelalter, die romanischen Sprachen, Althochdeutsch, ist dann erstmal aufgeschrieben worden in bestimmten Texten, oft heilige Texte oder literarische Texte. Aber das war sozusagen das allererste Schreiben. Noch bis zu Goethe gab es keine Regeln. Und irgendwann, vor allem mit der Gründung der Nationalstaaten, hat man gesagt, jetzt brauchen wir aber eine Rechtschreibung. Zum Teil auch schon im 15. Jahrhundert. Die Drucker mussten wissen, wie sie jetzt die Buchstaben und die Wörter schreiben sollen oder die Bücher drucken sollen. Das ist aber sekundär. Und denken wir an uns selbst in der frühen Kindheit. Wir erwerben unsere Muttersprache ganz automatisch und reden 5-6 Jahre vor uns hin, ohne zu schreiben. Also. Und die Diskrepanz zwischen dem Schreiben, oder sagen wir mal, der Unterschied zwischen der geschriebenen Sprache und der mündlichen Sprache, wie verändert die sich oder hat die sich verändert? Ist das einmal näher zusammen gewesen, als es offenbar jetzt heute ist? Das ist verschieden von Sprache zu Sprache. Aber ganz sicher ist sie immer da. Denn das Schreiben ist ein ganz anderer Vorgang. Wir haben es gelernt, wir denken nach, wir haben Zeit. Das ist dann interessant, wenn Sie meine Studien vorhin erwähnt haben, wenn man mobil schreibt, hat man weniger Zeit. Aber wenn man einen Brief schreibt, hat man viel Zeit. Was wir gerade machen, also die mündliche Interaktion, ist immer synchron. Wir haben eigentlich keine Zeit, beziehungsweise stellen uns automatisch schnell auf die andere ein. Und dadurch laufen auch durchaus bei der Sprachverarbeitung und Produktion andere Prozesse ab. Gut, aber Fehler machen wir, wenn wir jetzt in unserer Muttersprache ja vor allem jetzt mal zuerst reden, machen wir eigentlich beim Reden wenig und beim Schreiben doch mehr. Ja. Weil das ist gelernt und die Muttersprache ist erworben. Das ist ein wichtiger Unterschied. Lernen ist so wie Autofahren lernen, ein Instrument lernen, auch Tennis spielen. Da passieren Fehler oder man kann es nur halb gut oder manche eben sehr gut. Die Muttersprache ist erworben. Das ist wie Laufen lernen. Jeder, der keine körperliche Einschränkung hat, kann automatisch laufen und kann in seiner Muttersprache sprechen. Das heisst, würden Sie sagen, es gibt Sachen, die sind Begriffe auch, wenn wir jetzt nochmal bei dem englischen Schimpfwort sind, wo im Sprachgebrauch, wenn man redet, durchaus möglich sind,
Aber schreiben würde man es dann doch nicht. Ja, das ist ganz richtig als Beobachtung. Gerade durch auch das Flüchtige der mündlichen Sprache, dann kommt ein Wort, das schockiert, das ist aber in der nächsten Minute schon wieder vergessen. Die Schrift bleibt. Skripta bleiben. Mahnend, das ist ein ganz wichtiger Effekt, man sieht es. Und dann kann es mehr schockieren, vor allem wenn es fremd ist. Ist es schlimmer, wenn ich es schreibe, wie wenn ich es sage? Der Effekt ist stärker. Das habe ich auch gesehen, wenn man das liest, das waren ja Zeitungsberichte. Es ist wirklich schockierender, eben Fakt, darum geht es ja, zu lesen als zu hören. Weil man uns schon daran gewöhnt hat, dass man es hört. Sicher. Also Sprachwandel läuft immer über Gewöhnung. Am Anfang ist alles Neue schlecht, hässlich, Jugendsprache, Sprachverfall. Nach 50, 60 Jahren gehört es dann zur Sprache. Und vielleicht nach ungefähr 200, 300 Jahren findet man das damals Neue schön, weil es jetzt alt ist. Das haben alle Menschen so diesen Eindruck. Diskussion, jetzt wenn wir schnell beim Deutschen ja bleiben, wo man die Rechtschreibung ja mal in einer grossen Reform mal so ein bisschen angepasst hat, probiert hat, rückgängig gemacht hat, ist ja immer, dass man sagt, okay, nach einer gewissen Zeit hat sich etwas im Sprachgebrauch so etabliert, dass man es vielleicht auch mal kann in die Rechtschreibung aufnehmen. Das haben verschiedene Sprachen eine andere Handhabung. Jetzt gerade mit dieser Anpassung im Deutsch sagen sie, ja, das macht Sinn, dass man die Schriftsprache immer mal wieder, über den Zeitsprung kann man ja reden, mal anpasst. Oder ist das ein sicherer Wert, wenn man sagt, okay, es ist halt einfach immer so und redet immer halt ein bisschen moderner? Also die Frage kann man gut an den Schulsprachen und Fremdsprachen, die die Schüler lernen, beantworten. Das Deutsche ist zum Glück, also in allen drei deutschsprachigen Ländern, relativ flexibel. Also auch die Duden-Redaktion passt sich an. Und dann gab es die Rechtschreibreform, da kann man geteilter Meinung sein. Aber im deutschsprachigen Raum weiß man, dass sich Sprache ändert und findet das auch nicht so schlimm. Und das findet Sie als Sprachwissenschaftlerin auch gut. Gut, ja, weil es ist ohnehin so. Also eine Sprache, die sich nicht mehr ändert, ist tot. Mhm. Wie Latein zum Beispiel. Englisch und Französisch, wissen wir alle, ist furchtbar schwer zu lernen in der Rechtschreibung. Da ist was anderes passiert. Im Französischen schreiben wir ungefähr den Lautstand vom 13. Jahrhundert, im Englischen wahrscheinlich noch früher. Und deshalb ist es auch für unsere Kinder, aber auch für die französischen Kinder zum Beispiel selbst, auch in der Romandie, extrem schwer, das Schreiben zu lernen, weil der Abstand so groß ist zu der heutigen Sprache. Also das heißt, Sie erzählt mir jetzt also, dass man in der Romandie oder in Frankreich, wo zum Beispiel Französisch ja jetzt Muttersprache ist, dass da auch die riesen Lücke ist zwischen dem, was sie redet und was sie schreibt. Also die redet dort nicht so, was wir in der Schule lernen mit Schreiben. Leider gar nicht. Das ist auch für uns schwer. Das ist ein Frust, dass da lernt man es und dann redet man komisch. Aber wir haben auch gerade in einem Seminar uns psycholinguistische Studien von französischen Kindern angeschaut. Wenn die in die Schule kommen, die schreiben genauso schlimm und zum Teil noch schlimmer als unsere Schüler, die Französisch als Fremdsprache lernen. Die wissen überhaupt nicht, denken sie an sowas wie den Plural, also homme, femme, das hat hinten kein S. Dieses S hört man nie. Und auch die französischen Kinder wissen nicht, warum sie da jetzt auf einmal ein S hinschreiben sollen. Also das ist jetzt für alle die, wo ihre liebe Mühe haben mit Französisch, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Also für die ist es auch schwierig. Aber wenn man jetzt schaut, sie sagen, eigentlich aus Sicht von der Sprachwissenschaften macht es Sinn, dass man es anpasst. Wenn man jetzt die französische Sprache anschaut, sagen sie 13. Jahrhundert, ist man da dran? Also merkt man den Unterschied und gibt es da Bestrebungen? Oder was ist der Hintergrund, wieso man es dort nicht anpasst? Es ist sehr schwer, weil die Schrift hat ja auch eine ganz andere Funktion. Die soll nicht nur dem Schreibenden helfen, sondern auch dem Lesenden. Und sie hat sehr viel mit Gewohnheit zu tun. Heute zum Beispiel das Wort O hat nur ein O, ein einziger Vokal, schreibt aber E-A-U für Wasser. Und das weiß jetzt jeder. Das heißt, wenn da auf einmal O stehen würde, wird man durcheinander kommen. Sehr schön sieht man das bei den SMS. Da machen nämlich die Schreiber das nicht. Zum Teil nehmen die dann für E-A-U ein O. Und beim Lesen stolpert man drüber. Das heißt, Schreibung anzupassen ist immer ein Risiko, weil man dann die Leser verprellt. Die verstehen das nicht mehr. Es hat auch einen Vorteil, wenn man konservativ ist. Also gut, das ist ja bei der Rechtschreibereform in der Schweiz, also in Deutschland mit dem Ding auch so gewesen, dass man bei der einen Zeitung Fallfehler, also eben nicht Fallfehler, sondern früher Fallfehler und so, dass die Leute dann ein bisschen verunsichert werden. Genau. Ja. Und was heisst das dann für die Lehrpersonen, wenn es auf einmal nicht mehr richtig falsch, sondern sowohl als auch gibt? Ja.
Das ist ein Umdenken, das ich aber sehr begrüße. Richtig falsch sind seltsame Kategorien in der Sprache. Wir haben es vorhin schon gehabt, Sprache ändert sich, wir sind alle individuell. Wahrscheinlich hat jeder Sprecher seine eigene Grammatik im Kopf, ganz individuell. Deshalb ist richtig falsch keine gute Kategorie. Eine sinnvolle Kategorie wäre angemessen, unangemessen. Wenn man etwas so schreibt, dass man es wirklich nicht mehr versteht oder ganz rausgeht aus dem System, das ja die Schreibung auch hat, dann sollte man das vermeiden, wenn es kleine Dinge gibt, finde ich. Aber das ist wirklich jetzt die wissenschaftliche, nicht die pädagogische Meinung, finde ich das nicht so schlimm. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das englische Schimpfwort, wo eben das Mindfuck nicht gegangen ist. Schimpfwörter haben ja auch einen kulturellen Hintergrund. Also wir stören uns, also die Amerikaner und die Engländer natürlich auch ab dem Wort. Ich meine, wir haben andere Wörter, wo wir uns auch darüber aufregen und wo wir nicht sagen sollten. Trotzdem haben Sie das Gefühl, jetzt gerade die englischen Schimpfwörter, die haben bei uns im Sprachgebrauch, wenn man redet, die sind integriert, brauchen wir. Oder hat man eigentlich, ist das, stimmt das gar nicht, sondern wenn man das ein bisschen anschaut, so auf Englisch fluchen tun wir gar nicht. Nein, eher Zweiteres. Also ich würde sagen, das ist sehr gruppenspezifisch. Ich nehme an, junge Leute oder so Hip-Hop-kulturaffine Menschen brauchen sie eher. Ansonsten denke ich in meinem Umkreis weniger, wenn ich so schaue. Auch bei kleineren Kindern weniger. Also es wird und schon auch geflucht, aber anders. Aber nicht auf Englisch. Nicht genau. Also es bleibt schon auf Deutsch, auf Französisch noch weniger. Und speziell jetzt dieses Wort Fuck ist wirklich selten, außerhalb bestimmter Kreise. Das kommt mir immer noch sehr gruppenspezifisch vor. Und da muss man natürlich auch einfach sagen, es hat eine sexuelle Konnotation. Also es ist eindeutig, wenn man es wörtlich übersetzt, sehr vulgär. Das ist anders als Shit. Zum Beispiel das übersetzte deutsche Scheiße, auch kein schönes Wort, aber ein gebräuchlicheres. Also das sagt, das geht besser durch, ja, würde ich sagen. Weil der Hintergrund ein anderer ist. Also darum ist das Fuck so ein Tabuwort, ja, würden Sie sagen? Ich denke, über weite Kreise schon noch. Manche Gruppen nicht, aber bei mir persönlich würde ich auch sagen. Ja. In Deutschland und in Liechtenstein hat man Mindfuck zugelassen. Und die Schweiz hat gesagt, nein. Weil wir besonders sensibel sind? Das wäre meine Antwort, ohne dass ich mit dem Bundesverwaltungsgericht gesprochen habe. Aber was uns sehr freut, auch als jetzt Wissenschaftlerinnen, ist die Sprachsensibilität in der Schweiz. Die Schweiz ist reich an vielen Sprachen, vielen Dialekten. Und jeder einzelne Schweizer, Schweizerin macht sich viel Gedanken über die Sprache. Möglicherweise kommt das daher, dass auch das Bundesverwaltungsgericht bei sprachlichen Fragen sensibler ist, während Deutschland Liechtenstein durchwinkt und sagt, das ist doch nur eine Bezeichnung. Also warum sollen wir es nicht zulassen? Ich werde das Thema nachher verlassen. Vielleicht noch eine Frage. Wieso landet so ein Fall, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, was da alles für Bestrebungen funktionieren im wissenschaftlichen Bereich, wieso landet so ein Fall vor einem Gericht? Also ist das Gleiche, wie wenn man über ein deutsches Wort reden sollte. Also eigentlich müsste man ja euch fragen oder Sprach, ich sage jetzt mal den grossen Begriff von Sprachwissenschaftler fragen und nicht ein Gericht entscheiden lassen über das Wort ja oder nein. Das ist ja, die Entscheidung war ja nicht, das Wort zu verbieten, sondern die Marke zuzulassen. Insofern muss das natürlich das Verwaltungsgericht entscheiden. Was uns manchmal stört, es wird allerdings besser, ist, dass bei sprachbezogenen Fragen oft die Experten weniger hinzugezogen werden, als jetzt zum Beispiel bei psychologischen Abklärungen. Da weiß man, muss man einen Psychologen fragen. Es wird, wie gesagt, besser. Viele Gerichte werden sich unserer Existenz bewusst und fragen dann auch die Experten, aber nicht immer. Wenn wir jetzt ein bisschen auf Ihre Studie zurückgehen, anschauen, also einerseits SMS, wo es fertig ist, WhatsApp, wo jetzt noch läuft, das hat jetzt Anfangs Jahr erst angefangen, vor 16. 16. Ja, genau, da sind wir jetzt so schön mittendrin. Genau. Dann fragt man sich natürlich zuerst, jetzt gerade mal wir hier in der Schweiz, warum ein Romanist, also jemand mit romanischem Hintergrund, wo untersucht, wie wir unsere SMS und unsere WhatsApp schreiben, würde man jetzt nicht als erstes erwarten. Ja.
Dazu muss ich sagen, mich interessiert einfach Sprache insgesamt. Sehr viele Linguisten sind spezialisiert in bestimmten Sprachfamilien, aber durchaus auch an allen anderen Sprachen. Indoeuropäische Sprachen, also Deutsch, Französisch, Italienisch, auch Bündnerromanisch, sind ja sehr nah beieinander. Aus einem kleinen Schritt zurück ist es die gleiche Sprache, wenn man es vergleicht mit Chinesisch oder Japanisch. Das heißt, das hat mich sehr interessiert. Und wir sind aber auch im Team dann Spezialisten. Wir haben mit Christa Dürscheid auch eine Germanistin dabei. Die Frage, wenn ich noch anhängen darf, die wir uns gestellt haben und die mich persönlich umtreibt, ist: Beeinflusst die Technik, die reine Technik, also dieses Tippen und das Smartphone, unseren Sprachgebrauch oder nicht? Das ist so die große Frage. Also, weil Sie meinen, rein von der Fähigkeit und der Koordination her ist Tippen etwas anderes als Schreiben mit dem Stift. Und was ganz anderes als Reden. Und doch, wenn man die SMS oder die WhatsApp anschaut, das sind ja wie kleine Gespräche. Also gerade die WhatsApp-Chats, da sind manchmal auch 3-4 Personen, die ganz schnell hin und her schreiben. Das ist wie Reden mit dem Daumen. Gut, und da wären wir dann vielleicht gerade bei den Abkürzungen, wo Sie vorhin ein Beispiel von Wasser angebracht haben. Genau. Jetzt, da kommen wir zum Englischen. Da wird sehr viel abkürzt, auch mit Zahlen, for genau. You oder so. Genau. Da ist dann gerade so. Also das heisst so, da muss man sich ein bisschen reindenken und wieder so, nicht wie man gelernt hat lesen, sondern so wirklich genau. Buchstaben für Buchstaben lesen. Dort in dieser Gruppe von Jugendlichen ist Englisch dann doch wieder, oder wenigstens die Abkürzungen, doch sehr präsent. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also die Abkürzungen sind sehr stabil, die sind auch wieder interessant. Das sind bei Französisch, Italienisch andere, aber es hat auch viele also Spiele, Abkürzungen, die halten sich interessanterweise. Also die sind auch, bei den WhatsApp hat man ja die automatische Korrektur, Wörter vorschlagen, wird in der Schweiz wenig gebraucht wegen dem Dialekt. Trotzdem halten die sich. Also wenn ich die, da schnell Kamera aufschreibe, mir dann sehr oft irgendeine Dialektform. Ja. In der Schweiz. Ja, ja. Das okay. Ist eigentlich also so. Ganz, also die Deutsch schreiben, sind durchaus auch Schweizer, aber oft dann eben Deutsche, okay. Die dann die Standardsprache verwenden. Normalerweise wird im Dialekt geschrieben. Einfach so, wie einem der Standard gewachsen genau. Ist. Genau. Sehr schön. Ohne Regeln. Ohne Regeln, aber man sieht die Regeln. Also das habe ich sehr schnell gelernt. Ich kann es mittlerweile auch hören. Aber ich kann auch sehen, ob jemand aus der Ostschweiz oder aus Bern kommt zum Beispiel. Also Bern schreibt man always gute mit dem W. So wie man es halt auch sagt. Das sieht man schön. Und die englischen Einflüsse habe ich nur jetzt für die SMS mal untersuchen lassen, deutsche und französische SMS. Die sind genauso gering wie im Gesprochenen. Also haben wir anders erwartet. Wir haben etwa 3% englische Wörter oder Anglizismen, auch englische Schreibungen. Das ist wenig, da muss man sich auch nicht drüber aufregen. Ist ganz normal. Und wieso haben alle das Gefühl, wir haben so viele englische Wörter in unserer Sprache? Das ist jetzt wirklich, da muss ich eine Stange für die Statistik brechen, weil fast jeder von der eigenen Erfahrung ausgeht. Dann kriegt er ein SMS, das ist ganz anders als ein NZZ-Artikel und ist schockiert. Da sind 3 englische Wörter drin und dann denkt man so viele. Deshalb wollten wir die Studien machen, also 25.000 SMS und jetzt 5,5 Millionen Wörter bei den WhatsApp, also das sind 600 Chats, viel größer. Wenn man dann statistisch drüber geht, sieht man, dass die Aufregung wirklich nicht berechtigt ist. Also man braucht einfach eine große Anzahl von Datenmaterial, um zu relativieren. Was bei beiden, SMS und WhatsApp, ja ist, Sie haben das vorher gesagt, ist die Geschwindigkeit. Oder? Es ist nicht mehr so das Nachdenken, es geht ganz viel. Man ist auch so ein bisschen fehlertoleranter, also weil da kann man davon ausgehen, ich weiss, er hat es eigentlich wollen klein schreiben oder groß schreiben oder das H noch schreiben, aber er hat's halt, ist nicht mehr gegangen oder hat einen Tippfehler gegeben. Da setzen ja jetzt viele ein und sagen, da ist man das verrucht, unsere Sprache. Also wir haben nur noch immer die gleichen Wörter, wir haben einen kleineren Wortschatz, wir sind nicht mehr so streng mit Fehlern, weil man das halt einfach da im allgemeinen Alltag so zulässt. Da gibt es 2 Sachen. Erstens die allgemeine Meinung, das nenne ich optische Täuschung. Wenn man sozusagen die SMS und die WhatsApp vom 21. Jahrhundert vergleicht mit Thomas Mann, Anfang 20. Jahrhundert oder dann auch mit den schönen mittelalterlichen Epen, 13. bis 14. Jahrhundert, dann gibt es natürlich einen Unterschied, aber das ist nicht so, dass früher alle besser geschrieben haben, sondern früher hat nur die Elite geschrieben. Das, was produziert wurde, waren hochsprachliche Texte, meistens literarische oder eben auch Verwaltungstexte von Spezialisten. Heute schreibt jeder und das ist prinzipiell aus meiner Sicht mal positiv. Deshalb denken wir, es ist schlechter geworden, es schreiben einfach andere Leute. Wenn wir den durchschnittlichen Bauern im Mittelalter hätten schreiben lassen, wäre da vielleicht nicht mal ein SMS rausgekommen okay, genau. Und gar nichts. Ja. Normalerweise konnten die auch gar nicht schreiben. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, man hat das untersucht, also ob speziell Jugendliche wirklich dann auf einmal in der Schule im Aufsatz schlechter werden, sowohl in England als auch in Frankreich als auch hier. Meine Kollegin Christa Dürscheid
Burchard hat das gemacht für die Schweiz und es gibt keine Evidenz. Also kein Zusammenhang zu SMS und WhatsApp oder grundsätzlich nicht, dass die Jugend immer schlechter wird? Das wurde nicht untersucht. Also diese Studien sind jetzt spezialisiert. Fangen die Kinder an, so zu schreiben wie in den SMS oder in den WhatsApp? Das tun sie nicht. Also da können sie sehr wohl differenzieren. Genau, das wissen sie. Und das andere wären dann lange Studien. Allerdings ist das wirklich, das ist auch so ein anthropologischer, wie sagt man, Evergreen. Also jede Generation denkt, dass die Generation nach ihr schlechter ist in der Sprache und im Schreiben. Da haben wir schon aus der Antike Zeugnisse, weil sich eben die Sprache und auch ein bisschen das Schreiben verändert. Und man möchte gerne, dass es so ist, wie wir jung waren. Ich habe neulich entdeckt, dass ich mittlerweile die Studenten auch finde, dass sie schlechter reden. Das bedeutet einfach nur, dass ich alt werde. Das ist alles, was das bedeutet. Wenn wir nochmal bei dieser Differenzierung anschauen, also es gibt ja nochmal eine andere Differenzierung. Also ich sage, grundsätzlich schreiben wir, wissen sehr wohl, dass man in einem Aufsatz Wörter ausschreibt und dass die Abkürzungen nicht gehen und dass man andere Wörter zum Teil auch brauchen muss. Wie ist denn der Umgang zwischen, was geht zwischen mir und meinem Freund und was geht zwischen mir und einem Berufskollegen oder mit einer Lehrperson? Wie ist die Differenzierung? Also weil die Barriere ja da auch tiefer ist. Die Lehrer jünger werden, der Kontakt enger ist, als man es vielleicht noch früher war. Merkt man das? Das merkt man sehr positiv. Also das finde ich zum Beispiel positiv. Eigentlich wird die kommunikative Kompetenz größer. SMS und WhatsApp sind ja wie neue Kommunikationsformen. Auch die E-Mail, die Jugendlichen auch noch beherrschen müssen, neben dem Bewerbungsgespräch und dem Bewerbungsschreiben und so weiter. Und sie können das sehr gut. Es gibt viele SMS auch schon jetzt an Lehrer, wo man sagt, ich kann nicht kommen, ich bin krank oder ich entschuldige mich. Und die sind wirklich anders. Die sind einigermaßen korrekt, höflich geschrieben als zwischen Freunden bis hin zu Abkürzungsspielen. Also da gibt es eine Clique, die hat eben unter sich diese Abkürzungen und schon mit der Mutter wird es nicht mehr gemacht. Also das zeugt von einer großen Kompetenz, einem großen Variantenreichtum auch und auch einer Reflexion. Also ich rede mit den Teilnehmern unserer Studien ab und zu oder einfach mit SMS-Benutzern und die wissen das sehr wohl. Sie haben vorher E-Mail angetönt. Also E-Mail ist ja auch immer noch so eine Geschichte, wo man das Gefühl hat, da geht mehr als im Geschriebenen auf dem Papier. Ist das so oder ist das eben so ein Fehlurteil? Also bei E-Mail muss es dann doch ein bisschen mehr stimmen? Je nachdem. Also die E-Mail früher, wo sie geboren ist, also der elektronische Brief, habe ich einen sehr hochgeschätzten Lehrer von mir in München, der schreibt immer noch ein Datum drüber, über seine E-Mails. Also er hat einfach gedacht, das ist ein Brief. Damals war das dann am Anfang auch wirklich ein Brief, der sollte ordentlich sein. Mittlerweile auch sogar mit Leuten, wo ich per Sie bin, schreibe ich manchmal beim zweiten E-Mail keine Anrede mehr. Es muss schnell gehen, es ist auch interaktiv. Aber Sie schreiben nicht alles klein? Nein, aber ich schreibe recht viele Fehler. Das haben Sie vielleicht auch bei meiner Mail gesehen, weil ich keine Zeit habe. Ich muss sehr viele Mails schreiben und ab und zu vertippe ich mich. Das würde ich beim ausgedruckten Schreiben versuchen zu vermeiden. Auf jeden Fall. Und das ist, würden Sie sagen, akzeptiert? Ich hoffe. Ich hoffe es. Aber ich denke, es hat immer mit der Interaktion zu tun. Sobald zwei Menschen schnell interagieren, ist man fehlertoleranter. Wenn wir jetzt darüber jetzt nochmal den grossen Bogen spannen, wir haben es im Zusammenhang mit der Firma Mindfuck, wir haben es jetzt mit Jungen, wir haben Unterschied privaten Gebrauch, beruflichen Gebrauch. Wenn wir jetzt darüber den ganzen Bogen von einer Political Correctness spannen möchten, was ja in einer Sprache gleich auch vorhanden sein muss. Sie sagen zwar, wir gewöhnen uns daran, gewisse Wörter, die wir hören, wir würden sie nie schreiben. Aber political correct sind es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt political correct ist. Das wäre ja eher so eben die Sache der Verletzung oder der, eben Sie haben Tabu gesagt, also das Schockieren des anderen. Political correctness für mich sind zum Beispiel die Forderungen nach geschlechtergerechter Sprache, dass man versucht, die Gleichberechtigung in der Sprache abzubilden oder sogar durch die Sprache voranzutreiben. Also das heißt, es sind immer Zuschauerinnen und Zuschauer, genau. Und nie die Zuschauer. Genau, ja. Also und das ist, würden Sie sagen, etwas, wo kommt oder wo man sagt, im Zuge, weil es muss schnell gehen und so, sind es halt einfach nur noch Zuschauer. Ja, interessanterweise hält sich das. Also ich sehe es auch im Wahlkampf bei den Politikern und Politikerinnen, die können das mittlerweile ganz schnell, wenn sie Reden halten. Es hält sich, weil es hat einen eigenen Wert bekommen. Das hat mit Sprache direkt nichts zu tun, also mit der Bedeutung, sondern eher mit der sozialen oder rhetorischen Funktion von Also würden Sie sagen, es hat sich so etabliert, dass es würde auffallen, wenn es würde fehlen? Ja, da bin ich ziemlich sicher. Es wird dann auch von sehr konservativen Kreisen Das wird dann kritisiert natürlich. Oder es wird vermieden. Also man
sieht dann, man kann schon sehen, also wenn jemand nur beim generischen Maskulinum bleibt, kann das ein Symbol sein, wo er politisch steht. Das ist durchaus so. Also probiert man da, also jetzt gerade mal Geschlechter, probiert man jetzt gerade in den Sprachen, wo es zwei Begriffe gibt, probiert man sie halt zu nutzen. Ja. Je nachdem, auch da gibt es Unterschiede im Französischen. Frankreich ist extrem konservativ. Es ist auch manches schwer auf Französisch, jetzt die weibliche Form zu bilden. Ich habe einen Brief von der Sorbonne bekommen, da steht Madame le Professeur. In Kanada und der Schweiz hängt man einfach ein E hinten bei Professorin und wird wahrscheinlich sogar La schreiben, was dann die Norm etwas verletzt. Dafür ist es politisch korrekt. Also da sieht man auch, dass es weniger sprachlich als kulturell, dann diese Fragen. Okay. Aber Sie würden gleich sagen, wenn Sie jetzt Frankreich anschauen, wenn Sie sagen, sehr konservativ, geht man dann dort aus frauenrechtlicher Sicht weniger stark ins Gericht mit eben Madame le Professeur? Das ist einfach gang und gäbe, stört sich niemand dran. Ich müsste vermuten, weil ich mich wirklich damit nicht befasst habe, wie das aber in Frankreich ist. Aber es ist Ihnen auch gestochen. Aber es könnte sein, dass das tatsächlich ein weniger starker Diskurs ist. Das ist sehr umstritten, jetzt sprachstrukturell, ob wirklich diese feminine Form, also wie das grammatisch einzuordnen ist und ob es überhaupt einen Effekt hat, zum Beispiel auf die Gesellschaft. Die Diskussion ist mir eben aus dem deutschsprachigen Raum vertraut. Und darum ist es Ihnen aufgefallen? Und deshalb ist es mir aufgefallen, genau. Ich will zwei, drei kurze Hypothesen einfach in den Raum stellen und schauen, was Sie da dazu sagen. Die erste ist, Abkürzungen machen unser Leben einfacher. Ganz sicher beim Schreiben. Und solange sie das Gegenüber versteht, ist es ja auch unproblematisch. Und da haben wir gleich auch die Rettung für alle, die Angst haben. Niemand will nicht verstanden werden. Das heißt, wir benutzen die Sprache sinnvoll. Das ist ja das Wichtigste. Umgangssprache breitet sich auf die Schrift aus. Ja, das würde ich unterschreiben, auch wieder ohne jetzt gute statistische Evidenz dafür zu haben. Ich habe das mal genannt Demokratisierung des Schriftgebrauchs. Marie-José Beglin aus der Romandie nennt das Reappropriation, also die Wiedervereinnahmung der Schrift durch alle, nicht nur die kulturellen Eliten. Das ist die Folge, aber das ist nicht schlimm, denn Umgangssprache oder Standardsprache sind gleich komplex, gleich schwer, gleich gut. Und das Letzte jetzt in dem Bereich, wir haben das schon ein bisschen angetönt, können wir in der Sprache zwischen Privatem und Beruflichem trennen? Das machen sogar alle Menschen, also auch wirklich die Urvölker oder die wenigen Völker, die man noch in Ruhe gelassen hat, die zum Beispiel keine Schrift haben. Es gibt eine prinzipielle Nähe- und eine Distanzsprache. Das heißt, jeder weiß, spreche ich mit meinen Kindern und meiner Frau oder mit dem Häuptling vom Dorf. Bei uns ist es dann nicht der Häuptling, sondern der Chef. Aber das können alle Menschen und schon Kinder ab etwa 4-5 Jahren können das. Wir sind schon fast wieder am Schluss von unserer Sendung noch auf die WhatsApp-Studie gekommen. Wir haben gesagt, Sie sind mit drin, es ist noch nicht abgeschlossen, aber gleich können Sie schon etwas sagen, wie steht es denn um die Schweizer WhatsApp-Chats? Also sind Sie positiv überrascht? Kommt es so raus, wie Sie es erwartet haben? Oder ist etwas ganz anderes, wo der Trend abzeichnet? Also was ganz klar ist und sehr interessant, da haben wir auch ein Projekt dazu, ist der Emoji-Gebrauch. Das ist wirklich neu. Das war bei den SMS viel weniger. Das sind all die kleinen Zeichen. Genau, Smileys und Herzli und was man alles machen kann. Das untersuchen wir in einem Teilprojekt. Das ist wirklich neu. In vielen anderen Projekten untersuchen wir, ob sich was verändert hat. Eben diese Idee, jetzt haben alle ein Smartphone, jetzt gibt es diese automatische Worterkennung, jetzt wird alles besser. Und was mich sehr freut ist, scheinbar bleibt es gleich. Das heißt, es hat sich wie so eine eigene Form gebildet, eben dieses mobile elektronische Schreiben. Obwohl man korrekt schreiben könnte, macht man trotzdem Abkürzungen, ein paar Sprachspiele, man lässt das Subjekt aus, das ist, was mich besonders interessiert, macht die Sätze kürzer. Das ist sehr interessant, da haben die Menschen sich selbst was geschaffen, was sie gar nicht mehr machen müssten. Man könnte ganz korrekt schreiben, man macht es aber trotzdem. Das gefällt mir. Gehen Sie auf den Grund, wieso man es so gerne macht? Will man so gerne Regeln brechen? Weil es hat einen rhetorischen Mehrwert. Man will sich dem anderen gegenüber zeigen, als dass man es kann. Vielleicht Ältere, dass sie noch jung sind, wenn sie auch mal ein Smiley reinschreiben. Jüngere, dass sie zu der Clique gehören. Also das heißt, wenn Sie fehlerfreie WhatsApp schreiben, tun Sie sich schon klar als ältere Person outen. Oder jetzt fast sogar ein bisschen feindlich oder sehr distanziert. Das Smiley darf zum Beispiel nicht fehlen am Ende. Wenn wirklich gar keins drin ist, wirkt es sehr sack. Also dann fragt sich der andere, was ist denn heute los mit dir? Das ist häufig so. Das wird vermisst. Ja. Also alle die kleinen Zeichen, ob jetzt das Smiley oder der Blumenstrauß oder das Herzchen. Sowas, oder irgendwie. Zeichnet sich aber ein Unterschied ab im Sprachgebrauch zwischen SMS und WhatsApp?
Vielleicht eben die Häufigkeit der Emojis und auch ganz sicher, die Nachrichten werden kürzer. Also nochmal kürzer. Noch viel kürzer, weil sie werden auch mehr. Also wir haben ganze Dialogstränge, die müssen innerhalb von einer Minute hin und her gegangen sein. Dann kommt da ein Smiley, dann kommt da ein Fragezeichen, dann kommen drei Ausrufezeichen zurück. Es kostet ja nichts mehr. Es ist alles technisch eben übers WLAN-Netz gestützt. Hat das einen Einfluss? Das hat einen Einfluss, ja. Also den Kosteneinfluss hat man gesehen bei den SMS. Da haben die Leute wirklich geschaut, dass sie alles in eins reinkriegen mit den 160 Zeilen und dann manchmal eben auch die Leerschläge ausgelassen. Alle diese Sachen haben wir nicht mehr bei den SMS. Das ist ganz verschwenderisch, manchmal 100 Herzen in einem WhatsApp. Haben Sie das Gefühl, sobald die Kosten dahinter wären, würde sich das total wieder verändern? Ziemlich sicher, ja. Und auch, man darf nicht vergessen, die alten Mobiltelefone mit den Tasten, das war ja wirklich mühsam. Also da ging es einfach langsamer. Heute sehe ich in der S-Bahn, da kann ich kaum zuschauen, wie die Jugendlichen schreiben. Das geht schnell, das ist mühelos. Können wir zum Schluss etwas sagen, was der Gebrauch und der Umgang von diesen mobilen Geräten, die jetzt unwahrscheinliche Möglichkeiten bieten, zum Teil mehr Möglichkeiten bieten, als wir sie nutzen wollen. Sie haben das angetönt mit dieser Spracherkennung, könnte man eigentlich richtig schreiben. Was das für einen Einfluss hat auf die ganze Kommunikation bei uns in der Gesellschaft. Sie haben die S-Bahn schön angesprochen, sehr viele ältere Leute, denen fallen auf. Manchmal sitzen sie vis-à-vis und tun miteinander so, anstatt reden miteinander. Oder sie sind auf einem Computer miteinander verbunden, anstatt spielen miteinander. Was hat das für einen Einfluss? Kann ich auch nur vermuten. Was wegfällt natürlich bei der schriftlichen Kommunikation, ist Mimik und Gestik, die wir jetzt haben. Und das ist ganz wichtige Information. Deshalb hat man zum Teil die Smileys, aber die können nicht alles ausgleichen. Beim E-Mail weiß jeder, hat er sich schon mal furchtbar geärgert, weil man den Tonfall nicht dazu hatte. Dann hat es ganz schlimm sich angehört, wenn man es liest. Aber ausgesprochen wäre es gar nicht so eine schlimme Kritik gewesen. Also es fehlen Kanäle, es fehlen die nicht sprachlichen Kanäle. Mimik, Gestik, Tonfall. Wie sich das auswirkt, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass wir das Persönliche, Face-to-Face, wie man es nennt, nie ganz ersetzen. Denn das sind auch in unserer Spezies Mensch, sind das ganz wichtige Informationen. Ohne die können wir das Gegenüber nicht ganz erfassen. Ich glaube, da schnaufen jetzt ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf, ab dem, was Sie gesagt haben. Frau Stach, wir machen da einen Punkt und warten ab, was die Studie, die ja jetzt noch läuft, was die dann schlussendlich für Resultate gibt über die WhatsApp-Chats hier in der Schweiz. Danke vielmals. Vorerst für den Besuch bei uns in der Sendung. So verändert WhatsApp und Co. unseren Sprachgebrauch. Das ist konkret mit der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Stark. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Neueste Meldungen aus der Region gibt es jetzt gerade im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch